Ja, wieder da. Jawohl. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge Ember Moon am Ember Montag mit Tomaniac. Ja, wir stehen vor den Toren Illiens und müssen irgendwo hin. Die Frage ist, wohin? Ich muss doch mal in meine Lösung gucken. Ich hatte ja mal irgendwann angedroht, dass ich mich jetzt so ein bisschen auch danach orientiere. Locker. Ah, wir können jetzt ja einen Adler rufen mit der Flöte. Hier steht Drachen. Naja, egal. Und dann sollen wir zu Feste Godsbane fliegen. Hier gibt es nichts Besonderes außer den Paladin. Ja, und da ist nämlich jetzt die Überlegung. Habe ich hier Spannenberg die Koordinaten? Ja, okay. Egil zu entlassen und zu gucken, was der andere Typ hier im Gepäck hat. Vielleicht kann man den ja ausbeuten. Okay. Wer hatte doch hier... Wer ist hier die Pfeife? Da. Use the flute. Mal gucken, was jetzt passiert. Ein hoher, klarer Ton entsteht. Nach kurzer Zeit erscheint ein majestätischer Riesenadler und fliegt auf euch zu. Zuck. Oh, was ist das für eine geile Mucke. Ich hoffe, das Ding hat unendliche Aufladungen. An welche Koordinate sollten wir jetzt fliegen? Ich kann ja hoffentlich damit auch über die Berge fliegen. Das wäre natürlich geil. 480 machen wir. Jetzt fliegen wir mal daher, ne? 400x und 80 rund rauf. Yay! Der düst ja richtig ab. Wie geil. Ja, ich kann damit über... ehrlich gesagt, hier ist aber nichts. Die Feste Godsbane. 480. Ich bin bei 480. Aber es ist kein Zahlenfehler. Könnt hier mal jemand Licht machen? Man sieht ja hier gar nichts. Da! Mitten im Sumpf. Aber ich werde dich nicht gleich noch vergiftet, wenn ich... Drin. Die Feste Godsbane. Ich speichere das hier aber mal ab. So. Weil ich nicht weiß, ob... So. Ob hier auch irgendwelche blöden Viecher unterwegs sind, mit denen man besser nichts zu tun haben will. Vielleicht gibt es hier aber auch nichts, denn so wie ich das hier gesehen habe auf der Lösungskarte... also es gibt keine... Karte in dem Moment keine, oder? Zeig mal. Ja, daher bringen wir den Kämpfer. Geschmackssache. Zutaten zusammensuchen, um den Schlaftrunk zu bauen. Stück Fleisch. Ein Angriff. Oh, das heißt, so unbewacht ist das ganze Zeug ja doch nicht hier. Damit habe ich beinahe gerechnet.
Ich bin mal gespannt, mit was für Viechern wir es zu tun haben, denn ich denke mal, die werden hart sein, denn die Feste erreicht man ja nicht einfach so. Wachgolem. Gehen wir mal näher und gucken mal, was der so drauf hat. Ich habe ja meine Zwergenaxt, ja genau. Ich habe hier noch eine zweite. Waldin hat wieder Pfeile. Egil zu weit entfernt. Packt die Zwergenaxt weg. Und holt hier den Bogen raus. Und Pfeile. Ich habe nur das Gefühl, dass solche Sachen bei einem Golem jetzt nicht unbedingt so viel ausmachen werden. Na, das werden wir gleich rausfinden. So, die hauen alle drauf. Selena haut drauf. Du machst nix. Und du... Ich glaube nicht, dass Lähmen oder so irgendwas bei dem macht. Und ich glaube, dass... wir probieren mal einen Eisball. Mal schauen, was passiert. Ich habe ja vorhin abgespeichert. Abgewehrt. Okay, scheiße. Zaubert Erdbeben. Immerhin, die Wurfaxt macht auch Schaden. Das hat nicht gefunzt. Wie sieht's mit Feuer aus? Das knallt zwar nicht so richtig fett rein, aber wir gucken mal. Die anderen hauen ja fleißig mit drauf. Der steckt ganz gut was ein. Nehmen wir nochmal einen Feuerball. Und nochmal das Ganze. Sind wir mal gespannt. Ja, ja, also Feuer zieht. Jeder bekommt 200 Erfahrungspunkte. Tomenik erreichte soeben Level 34. Spruchlernpunkte 12. Ja, ich will die sammeln, weil ich nachher irgendwann noch Gegenstände aufladen will. Nelvin hat jetzt 28 Lernpunkte. Ich speichere das mal. Okay. 28. Was macht man damit? Das hat ja geklappt. Also wenn die einzeln hier rumlaufen. Ja, gucken wir mal weiter. Wir lassen uns drehen. Warte mal, ich gucke jetzt nach Westen. Ich wollte aber eigentlich nach Osten. Ich komme hier aber nicht. Ich mag Drehfelder überhaupt nicht. Da sehen wir schon was anwatscheln. Das speichern wir lieber mal vorher. Okay. Ja gut. Ich hoffe, der ist auch nur alleine. Ja, ist ein Einzelner. Alles klar. Also das ganze Prozedere wie gerade eben. Jeder haut mit allem drauf, was er hat. Und du schaffst es vielleicht unterstützend mit zwei Feuerbällen. So, und danach ist da mal Rasten angesagt. Ne? Ich hatte auch nichts gegen den kritischen Treffer. Ah, 63. Oh,
kann man mal machen. Muss ja nicht immer... Ich bin überrascht, dass der Gott sei Dank nicht mehr drauf hat, das Vieh. Dü-dü-dü-dü-dü-dü. Weg ist er. Jawohl. Das speichern wir nochmal ab. Und ich glaube, hängt so ein bisschen davon ab, wie viele Rationen jeder hat. Das wollen wir mal eben gerade uns angucken. Noch eine, 5, 0, 2, 0, 0. Er hat 5. Kann also eine hier abgeben an... Ja gut, das heißt, ich muss Essen erschaffen. Oder warte mal, sie hat hier irgendwie keinen Platz mehr. Gewicht 20 von 20. Was schleppst du denn hier unmenschliches Schweres mit dir rum? Sansri Schlüssel wiegt 5 Kilo oder was? Ich habe leider immer noch überhaupt keinen Plan, wofür ich Sansris Schlüssel brauche. Aber ich habe ja erfahrene Zuschauer unter euch. Vielleicht wisst ihr, wo man den Schlüssel braucht. Habe ich irgendwas im Sansri-Tempel übersehen? Sagt mir das mal. Ich habe dazu keine nähere Beschreibung gefunden. Ich glaube, ich trage hier ein bisschen viel Gold. Kann das sein? So, wer kann es nehmen? Ja, jetzt sollte sie ja wohl auch noch eine Ration tragen können. Eine Ration abgeben an Selena. So, wer hat jetzt wie viel? Eine. Okay. Speichern nochmal. Weil das Ganze nicht nochmal machen. Nicht verlassen. So, und jetzt wird gerastet. Halt! Na, natürlich können wir rasten. Ich wollte mal eben gucken. Spruchlernpunkte. Du hast 12, du brauchst 15. Ne, wenn ich es richtig gelesen habe. Ich muss mal den Karton hier aufmachen. Polizei. Ja. Und wieder einmal bemühen wir das Handbook. Also. Alchemie, Gegenstand laden, kostet 20 Spruchlernpunkte. Hat also noch ein bisschen Zeit. Hab ich eigentlich den Spruch? Das ist eine blaue. Ich hab ihn da. Ja, den brauche ich für später. Gut, da fehlen aber noch welche. Ihr beiden könnt nicht zaubern. So, Nelvin hat 28. Was kann er jetzt aktuell? Ja, schon ziemlich viel. Was haben wir denn da? Zerstörung. Eissturm haben wir gelernt. Feuersäule haben wir auch gelernt. Feuerstrahl habe ich noch nicht. Also Eissturm und Feuersäule, die kosten beide 25. Opfer auflösen. Kostet auch 25. Das sind die teuersten Sprüche. Also die, was Spruchlernpunkte angeht. Löst einen Gegner in Staub auf.
kostet aber auch 250. Verdammt teuer. Das ist der teuerste Spruch, den man loslassen kann. Oh, ist ja mal interessant. Warte mal. Gäbe es sonst noch irgendwas Brauchbares? Also Feuerstrahl verringert die LP eines Gegners. Das ist anscheinend nicht so mächtig wie eine Feuerball. Da muss ich den Feuerstrahl ja auch nicht können. Also ich weiß, dass ich den Feuersturm und den Eisschauer irgendwann brauchen werde, weil ich in Gegenden lande, wo die einen gegen Feuer immun sind. Da muss man Eis draufhauen und umgekehrt. Verrücktheit macht ein Gegner paranoid. Die Frage ist, wie lange? Irritation verwirrt einen Gegner. Das könnte auch noch ganz spaßig sein. Habe ich Irritation schon? Ja. Verrücktheit habe ich noch nicht. Furcht der Panik ist blöd. Vergiften haben wir, Versteinern haben wir, Krankheit haben wir, Altern haben wir, Irritation haben wir, Schlaf und Furcht haben wir, Blenden haben wir. Ja, dann werde ich jetzt Opfer auflösen lernen. Ich hoffe. Ich habe den Spruch überhaupt. Ja, ich habe ihn sogar zweimal. Schafft es, den Spruch zu lernen? Ja, das ist sowas von klar. Da müsst ihr jetzt noch 3 Spruchlernpunkte haben. Genau. So, sie hat 22. Was war denn da bei Heilung so am Start? Mist. So. Heilung. Du. Ja. Die hat jetzt 22. Was kann sie sich davon leihen? Stein zu Fleisch. Haben wir das schon? Nee, das haben wir noch nicht. Tote erwecken, also das, ne? Das ist ja. Das heißt also, irgendwann könnten wir auch versteinert werden. Klingt nicht gut. Alterung heilen, ja. Alterung stoppen, stoppt das unnatürliche Altern aller Gruppenmitglieder. Stein zu Fleisch erlöst ein Gruppenmitglied von Versteinerung, kostet 20. Wiederbelebung setzt den LP-Wert aller Gruppenmitglieder auf das Maximum. Haben wir den schon? Ich habe Aufwecken. Wiederbelebung habe ich noch nicht. Der kostet aber auch 30. Alles klar. Das heißt, du sparst dir deine Punkte noch. Er hat nur 3. Also es kostet 30. Der am schwierigsten zu lernende Spruch hier, ne? Kostet die meisten Punkte. Stein zu Fleisch ist dann das nächste, was auch 250 Spruchpunkte verbraucht. Na schön. Dann rasten wir mal allen Ründchen.